Gerade der Verkehrssektor heizt dem Klima gewaltig ein. Ein Fünftel des in Deutschland ausgestoßenen CO2s geht auf das Konto des Verkehrs. 96% davon stammen laut dem Verkehrsclub Deutschland direkt aus den Auspuffen von Autos, Lastwagen oder Motorrädern. Es muss sich also etwas ändern, und zwar drastisch. Die Verantwortung für diese Veränderung liegt aber nicht nur bei der Politik, sondern auch bei jedem Einzelnen von uns. Hallo, mein Name ist Linda und heute beschäftige ich mich damit, wie man durch nachhaltige Mobilität das Klima schützen kann. Der öffentliche Nahverkehr kann für den Umweltschutz eine echte Geheimwaffe darstellen, was die Vorteile des öffentlichen Nahverkehrs sind und wie ich mit der Nutzung der Öffis das Klima schützen kann, erfahre ich heute von Herrn Jung. Wir sind im Augenblick dabei, das Busnetz zu optimieren. Wir wollen an den Stellen, an denen viele Fahrgäste fahren, die Leistung noch ein bisschen verstärken. An den Stellen, wo wir weniger Fahrgäste haben, werden wir mal schauen, ob wir auf sogenannte On-Demand-Verkehre überwechseln. Wie werden denn Ihre Fahrzeuge betrieben? Wir fahren die Straßenbahnen mit Strom, und zwar mit Ökostrom. Die Busse fahren sämtlich mit Diesel. Antrieben, das sind moderne Euro 6 oder Euro 5 Motoren. Das ist ausgesprochen klimafreundlich. Wenn ich mit etwa 10 Leuten im Bus sitze, verbrauche ich pro Nase weniger Diesel, als wenn ich mit meinem eigenen Wagen fahre. Wie viel spare ich denn ein, können Sie mir das sagen, an CO2-Ausstoß, wenn ich mit der Bahn fahre? Machen wir es mal von der anderen Seite her. Wir haben im Verkehr in Deutschland 160 Millionen Tonnen CO2, die dort erzeugt werden. Davon sind etwa 100 Millionen Tonnen vom Pkw herrührend. Wenn wir davon ausgehen würden, dass wir nur 1% aller Pkw-Fahrten uns verkneifen würden und mit anderen Verkehrsmitteln fahren, würden wir schon 1 Million Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Bundesregierung bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral sein möchte, wird klar, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Besonders im Bereich Verkehr sind tiefgreifende Maßnahmen erforderlich. Hier schlägt vor allem der tägliche Gebrauch des Autos auf unser klimaverträgliches Budget. Doch warum fahren eigentlich immer noch so viele Menschen mit dem Auto? Das möchte ich heute mit Hilfe des Mobilitätsforschers Sören Groth herausfinden. Wir wissen zum Beispiel aus unseren Studien heraus, dass viele Leute ein Bewusstsein für Umweltbelange haben, trotzdem aber immer wieder aufs Auto zurückgreifen, weil Aspekte wie zum Beispiel Emotionen dann doch entscheidender sind. So. Gut wäre daher natürlich sozusagen deine Motivation, was fürs Klima zu tun, auf der einen Seite kombiniert mit einer positiven Emotionszuschreibung von neuen Verkehrsmitteln zu kombinieren. Das lässt sich in den letzten Jahren in Dortmund, so wie in vielen anderen Städten auch in Deutschland und auch in Europa, eine sehr dynamische Entwicklung von neuen Mobilitätsdienstleistungen zum Beispiel beobachten. Zum Beispiel Fahrradverleihsysteme oder jetzt zuletzt haben wir hier, wie da vorne auch zu sehen ist, so ein E-Scooter-System. Das kann natürlich im Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkehr diskutiert werden, dass dadurch das Angebot des öffentlichen Verkehrs erweitert wird und natürlich auch an Qualität zunimmt. Dann würde zu einer Verkehrswende auch immer gehören, dass man den Straßenraum enthierarchisiert. Also vielleicht ihn nicht oder zunehmend nicht nur als Transitraum für Autos begreift, wo alle anderen Verkehrsmittel an die Seite geschoben werden und sozusagen eine unterdrückte Option darstellen, sondern eben auch, dass halt Autostraßen Fahrradstraßen sein könnten. Welche Tipps hast du denn für mich, wenn ich mein Mobilitätsverhalten nachhaltig fürs Klima ändern möchte? Ich glaube, dass du unter den bestehenden Rahmenbedingungen durchaus Möglichkeiten hast, dich losgelöst vom Auto, auch vom nicht nachhaltigen Auto, auch fortzubewegen. Der öffentliche Verkehr in Verbindung mit den genannten Mobilitätsdienstleistungen wären ja durchaus so ein Ansatz, sich multimodal fortzubewegen und in dem Kontext eben auch was für den Umwelt- und Klimaschutz zu tun. Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr attraktiver und somit Autos unattraktiver werden zu lassen. Dadurch können wir nicht nur das Klima schützen, sondern auch unsere eigene Lebensqualität steigern, denn Lärm und Emissionen werden verringert. Wie schwer fällt es euch denn, aufs Auto zu verzichten, oder fahrt ihr seit jeher lieber mit Bus und Bahn? Schreibt es mir in die Kommentare.